Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich zeige ein weiteres Video vom Weltcup und so ein bisschen außer der Reihe, denn es ist erstmal vom Frauenwettbewerb und es ist ein Match, das uns eigentlich gar nicht groß interessiert, aber das Ende ist ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich, kommt sehr, sehr selten vor und deswegen wollte ich euch die Partie zeigen. Außerdem, Elisabeth Pilz trifft im Wettbewerb der Frauen in der zweiten Runde auf die Siegerin dieses Matches hier. Zufall. Deswegen habe ich es nicht rausgesucht. Es handelt sich hier um die Spielerin Turmuk Muksul aus der Mongolei. Da internationale Meisterin der Damen, 21 Jahre alt. Hatte schon mal eine deutlich höhere Elo-Zahl als diese 2226. 2386 hatte sie sogar mal. Und die Gegnerin favorisiert in diesem Match Natalia Buxa aus der Ukraine, Damengroßmeisterin, 26 Jahre alt, hatte allerdings auch schon deutlich mehr Elo-Zahl, weit über 2,4. Beide also so ein bisschen im Sinkflug hier mit ihrer Elo-Zahl. Schauen wir mal, was passiert ist in dieser Partie, warum ich sie ausgesucht habe. Bleibt dran. Weiß spielt hier E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, alles bekannt, spanische Partie. Und jetzt wird Buxa hier eine seltene Variante, Läufer C5. Wird wirklich selten gespielt, aber gut. Rochade. Ich denke, dass C3 hier der kritische Zug sein muss mit der Idee D4 sofort. Aber Rochade ist natürlich kein Fehler. Und hier ist tatsächlich Springer D4 der beste Zug laut Engine, den Springer zu tauschen. Läufer C4. Na gut, Weiß spielt jetzt ganz, ganz solide, ganz ruhig. Springer F3, Dame F3. So, jetzt droht hier schon matt, ne? Springer F6 natürlich. D3, D6, Läufer E3, nimm, Dame E3, Läufer E6. Das ist, sieht ein bisschen langweilig aus, ist es auch im Prinzip. Wenn das Ende nicht so spektakulär wäre, würde ich die Partie auch niemals zeigen. Springer D2, Dame E7, normale Entwicklungszüge. Ihr seht doch der Balken, ne? Er sagt hier 000 die ganze Zeit. F4, so, Weiß ganz solide begonnen, muss natürlich jetzt aber irgendwo mal einen Hebel ansetzen, kann jetzt nicht die ganze Zeit nur passiv da hinten rumspielen. F4 natürlich. EF4, Dame F4, öffnet die F-Linie, gute Geschichte. Springer D7 gleich, erstmal Rochade, Turm AE1. Ihr seht es, goldene Regeln kennen die Mädels, die Damen sind keine Mädels mehr, die sind schon älter. Normal entwickelt, ne? Alles in grün hier, harmonisch. Springer D7. Die Stellung ist aber trotzdem ausgeglichen, weil das, ja, gleiche Materialverteilung, keine Schwächen in beiden Lagern. D4, Weiß besetzt das Zentrum. Läufer C4, Springer C4. Turm AE8. Dame G3, guckt so ein bisschen nach G7, obwohl da erstmal nichts droht. Dame E6, greift den Springer an. B3, deckt den Springer. B5, vertreibt den Springer. Springer D2 zurück. Soweit nichts Besonderes passiert, plätschert so ein bisschen dahin. C5, Schwarz versucht ein bisschen aktiver zu werden, greift das Zentrum an. Weiß deckt das Zentrum. CD4, CD4. D5, ganz typische Zugfolgen hier. Schwarz attackiert hier den Bauern E4. Weiß muss eigentlich E5 spielen, macht sie auch, ja was sonst, ne? Dame B6, greift den D4 an. Springer F3, deckt den D4. So. Was würdet ihr hier spielen mit Schwarz? Strategisch ist alles sehr, sehr logisch verlaufen bisher. Nicht viel passiert, ausgeglichen. Ich denke hier F6 der beste Zug, den Bauern attackieren, um das Zentrum aufzulösen. Das ist ein ganz, ganz, das ist ein Standardzug hier. Und auf E schlicht F6 kommt Springer F6. Vielleicht gefiel Schwarz das nicht, weil das zu ausgeglichen ist. Wobei ich tendenziell würde ich hier eher mit Schwarz... Nein, eigentlich ist es komplett ausgeglichen. Ne? Symmetrische Bauernstruktur, symmetrische Materialverteilung. Beide Springer können hier E5, E4 reingehen. Wobei Schwarz hat ein bisschen Druck gegen D4. Der weiße Springer kann nicht so ohne weiteres nach E5. Würde ich eher mit Schwarz spielen. Aber Schwarz verzichtete darauf, spielte Turm E6 zuerst. Droht aber nichts. König H1. Typischer Zug, geht hier aus der Diagonale raus. Finde ich gut. F6. Ja, jetzt spielt sie doch F6. Hätte sie auch gleich machen können. Gut. Springer A4. Jetzt muss Weiß nicht nehmen. Sehr interessant. Es gibt nämlich das Problem mit Springer F5 hier.
Dame D4 geht nicht, wegen Springer F5, Doppelangriff, Mattdrohung, ne? Ist gewonnen für Schwarz, Weiß. Also ein Zug zu lange gewartet und schon, bumm, Springer A4. Immer beachten, dieser Springer will in den offenen Spielen, also gerade spanische Partie, italienische Partie, gerne nach F5. Dort ein super Feld für diesen Springer. Immer dieser mit, in Kombination mit der Dame auf einer G-Linie. Ganz, ganz starker Springer. Traumfeld für den Springer. Was macht Schwarz? Nimmt raus. E, F schlägt E5. Turm F8, Springer F8. D schlägt E5. Dieser Bauer hier auf E5, etwas gefährlicher als der Bauer auf D5, weil er ein bisschen weiter vorne. Dame C7, Dame F4, ganz solide. Turm E8 zurück, will Springer E6 spielen. Dame D4 greift den D5 an, Dame D7, Turm D1, Turm D8, der wird gedeckt, der wird angegriffen. H3, Luftloch für den König. Springer E6, greift die Dame an. Es passiert nicht viel, ne? Oder? Dame G4 geht rüber. Bis hierhin war die Partie super ausgeglichen. Super ausgeglichen. Ist eigentlich im Prinzip nichts passiert. Aber Weiß hat hier die klitzekleine Initiative durch diesen Zug Springer F5. Und in Zeitnot ist es nicht so einfach, das vernünftig zu berechnen. Man kann Springer F5 auch nicht verhindern. G6 kommt trotzdem Springer F5. Der ist ja gefesselt. Ne? Und wenn der Springer nach E5 geht, dann gibt es natürlich Ideen wie Springer H6 Schach oder Springer D6, wo er super stehen würde. D4 wäre jetzt hier zu möglich, zum Beispiel Springer F, ne, oder A6 zuerst, Springer F5 und dann D4, Freibauer hier. Aber Turm F1 und es gibt Ideen wie Springer H6 Schach und Turm F7. Nicht so leicht abzuwehren, wie gesagt, in Zeitnot. Weiß steht vielleicht etwas besser. Der beste Zug ist laut Computer Turm F8 hier, das ist aber kompliziert. Lassen wir mal. Schwarz spielte hier was ganz anderes. Sie spielte Springer C5. Und das ist schon ein Verlustzug. Sie wollte die Damen tauschen. Außerdem wollte sie selbst den Springer aktivieren, hier nach E4. Natürlich spielt Weiß Springer F5. Was droht jetzt? Turm D5 droht. Weil die Dame natürlich den G7 decken muss. Außerdem gibt es diese Gabel hier noch zusätzlich. Schwarz spielt Springer E4. Darauf hatte sie sich verlassen mit der Idee Springer F2. Natürlich muss Weiß Springer F2 abwehren, Turm F1. Jetzt stehen, es sind nur noch drei Figuren auf dem Brett, aber jeweils. Aber es droht jetzt Springer H6 sehr stark mit der Idee Turm F7 und Matt auf G7, diese Ideen. Ne? Schwarz spielt König A8, geht aus der G-Linie. Mit welcher einfachen Ablenkung setzt Weiß fort? E6. Greift die Dame an. Die Dame darf nicht schlagen wegen Dame G7 Matt. Dame C7. E7 natürlich. Turm G8. Wie gewinnt jetzt hier Weiß? Ein bisschen Taktik. Sehr schönes Ende. Springer H6. Warum gewinnt das? Es droht Springer F7 Matt. Erstmal. HG6 verliert wegen. G schlägt H6, verliert wegen Dame G8, König G8, E8, Dame Schach. Man gewinnt eine Qualität und später auch diesen Bauern hier. Nicht über F7, sondern irgendwie hier so. Schach, Schach, Schach. Das gewinnt einfach. Auch wenn Schwarz diese Drohung hier hat, es gewinnt. Dame E7, Springer F7 natürlich. Muss Schwarz die Dame geben. Schwarz probiert dann noch Springer G3 Schach. Wie reagiert man hier? Dame G3 natürlich. Ganz ruhig. Dame G3. Ganz prosaisch. Und sehr schön fand ich jetzt, dass Buxer das zu Ende gespielt hat. Sie spielte Dame schlägt G3 und ließ das erstickte Matt zu. Springer F7. Das sieht man unheimlich selten in einer Turnierpartie. Wirklich super, super selten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein ersticktes Matt gesehen habe. Das war natürlich ein sehr schönes Moment, sehr schöner Moment für die Spielerin aus der Mongolei. Und sie schaffte es tatsächlich, die zweite Partie Remis zu halten. Und damit ist sie die Gegnerin von Elisabeth Peetz in der zweiten Runde. Die beginnt am Mittwoch übrigens und die werde ich live kommentieren auf den Twitch- und YouTube-Kanal von chess24-chess.com ab 13 Uhr. Genauso wie ich die Partie von Vincent Keimer kommentieren werde und den anderen deutschen Spielern. Es sind immerhin acht Männer und eine Frau am Start. Neun deutsche Partien. Richtig viel in der zweiten Runde.
Mal schauen, was ich alles davon schaffe. Schaltet gerne ein, 13 Uhr am Mittwoch. Und das ist die Gegnerin von Elisabeth Peetz. Und falls ihr mehr über ersticktes Matt wissen wollt, ich habe mal ein Video gemacht dazu. Brutale Matt-Motive oder so. Ersticktes Matt, glaube ich. Könnt ihr euch gerne anschauen, ne? Falls ihr noch nicht genug habt von solchen Matt-Motiven. Macht's gut. Bis bald.